Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von SpongeBob Schwankopf The Cosmic Shake. Ja, ihr Lieben, im letzten Part haben wir die gute Handschuhwelt abgeschlossen, Handschuh-Heini quasi besiegt, Patrick und die große Krabbe zurückgeholt und dann auch quasi die Welt somit abgeschlossen. Ja, Freunde, und jetzt habe ich offscreen. Ja, aber ich habe mich doch entschieden, das offscreen zu machen, weil das wäre einfach ein bisschen zu langweilig gewesen aus meiner Sicht und es hat auch schon ein bisschen gedauert. Aber wie ihr seht, ich habe alle Goldmünzen gesammelt, nur hier fehlen uns noch 8 Stück. Und die ganzen Quests habe ich auch alle abgeschlossen. Würde ich sagen, begeben wir uns mal zu den ganzen Leuten. Schließen die Quests nun ab, liebe Freunde. Und dann begeben wir uns zu Cassandra. Fangen wir mal mit Gary an. Gary! Ja! Der Trank hat geholfen. Garylein, du bist zurück. Ich verspreche dir, dass du nie wieder ein Bad nehmen musst. Nasch einfach keine Süßigkeiten, okay? Mamau. So. Ich sollte mal das absetzen hier. Oh, ich hab dich auch lieb, Gary. Steck ich ein. Sehr schön. Nee, dann schließen wir noch bei allen die Quest ab und dann geht's ab zu Cassandra. Ich hoffe, sie hält ihr Wort, was sie uns gegeben hat und macht nun quasi alles wieder rückgängig. Aber irgendwas sagt mir nach wie vor, mit ihr stimmt da was nicht. Fantastisch, SpongeBob. Du hast auch einen Stern verdient. Oh, Mrs. Puff, das ist alles, was ich je wollte. Und einen Führerschein natürlich. Ja, auch das wollte der Gute. Und Bikini Bottom retten. Das auch, lieber Patrick. Und längere Arbeitstage. Was? Bei Neptun. Steck ich ein. Genau. Durch die ganzen Quests hier bekommen wir die letzten 8 Golddublonen. Ich bin mal gespannt, was das so freischalten wird, weil ich habe dann quasi alle. So, jetzt gebe ich dir auch deine Fleckchen zurück, Plankton. Fleckchen! Was fällt dir ein, einfach so wegzulaufen? Ich glaube, es war nicht seine Schuld. Ruhe! Ich war krank vor Sorge um diesen kleinen Racker. Tu mir das nie wieder an, verstanden? Uns. Ja, ja. Uns. Danke. Und natürlich haben wir auch deine Glückspennies gefunden, mein Lieber. Meine Pennies! Vielen Dank! Ich freue mich, dass es Ihnen wieder besser geht, Mr. Krabs. Sehr schön. Das habe ich noch nie gesehen. Genau, und davon sind die letzten 4 Quests. SpongeBob, hoffentlich werden diese Glückskekse Sie beruhigen. Sie verhalten sich wieder wie 70-Jährige. Klingt so, als hätten Sie eine Menge Spaß gehabt. Vielleicht tat es Ihnen ganz gut, mal wieder jung zu sein. Ja, irgendwie schon. Steck ich ein. So, jetzt noch die letzten 3, dann haben wir alles. So, Patrick, deine Notizen habe ich. All deine riesigen Klebezettel sind wieder da, wo sie sein sollen. Wo ist mein riesiger Kugelschreiber? Eine Golddublone. So, und natürlich, liebe Sandy, haben wir auch für dich das geholt, genau was du wolltest. Genau das brauche ich. Die halten die Baumkuppel so warm wie flammend heiße Jalapenos. Danke für deine Hilfe, SpongeBob. Immer wieder schön, einer Freundin in Not zu helfen. So. Eine Golddublone. Und für dich haben wir auch die Erfrischungsgetränke, mein Bester. Ja, schon viel besser.
Dann muss ich jetzt wohl Danke sagen, was? Ah, sehr schön. Auch er ist wieder ganz ich der Alte. Ich bin nur froh, dass ich einem meiner besten Freunde auf der ganzen Welt helfen konnte. Träum weiter, ey. Wenn die Welt so groß ist, kannst du dir einen neuen Freund suchen. Ja, mit sowas habe ich gerechnet. Mit so Satz. Ich bin reich. Sehr schön. Wir haben es geschafft, liebe Freunde. Alle Gold und Lohn. Oder? Ja, ich hab alles. So, Cassandra. Nun zu dir. Unheilvolles Lachen. SpongeBob Schwammkopf? Diesmal hast du es zu weit getrieben. König Neptun. Sie an. Seine königliche Majestät lässt sich endlich blicken. Diese Scharlatanin ist in mein königliches Badegemach eingebrochen und hat meine Blasenseife gestohlen. Sie stellte nie eine Gefahr dar, bis du, Naivling, sie dazu befähigt hast. Weißt du eigentlich, wie mächtig sie sein wird, sobald sie genug Gelee hat? Oh. Schweig! Ich bin jetzt die Königin der Meere und mit der Macht des kosmischen Gelees werde ich die Meere nach meinen Wünschen umgestalten. SpongeBob, ich dulde deine lästigen kleinen Missgeschicke ja schon seit Jahren, aber jetzt reicht es mir. Deinetwegen wurde ich entführt, musste wieder lernen, wie man spricht und mein Klo ist mit Gelee verstopft. Genug ist genug. Weißt du was? Es könnte schlimmer sein. Ich nehme einfach den Pömpel. Du bleibst hier, mein zauberhafter kleiner Wutbürger. Du eignest dich wirklich perfekt als mein neues Haustier. Oh oh. Oh nee. Es ist soweit, Patrick. Meine Wünsche haben vielleicht die Welt ausgestürzt. Aber Cassandra ist diejenige, die verrückt geworden ist. Definitiv. Ein für alle Mal aufzuhalten und unsere Freunde zu retten. Und cool dabei auszusehen. Patrick, bleib in meiner Nähe. Da drüben, Sponsor. Cassandra! Ich werde dich aufhalten! Für alles, was du getan hast! Selbst erbärmlich. Totale Vernichtung verdient. Wir werden alles ruinieren, wenn wir sie nicht aufhalten. Thaddeus ist heute besonders grantig. Thaddeus, bitte. Was du dir wünschst. Ich konnte es nicht ganz sehen. Was wünschst du dir? Ach, Weltherrschaft. Ist es das? Das wünscht sich jeder und jeder versagt dabei. Alter. So, ich glaube, da wird es erscheinen, oder? Links, ne? Ja, das dachte ich mir schon. Für einen Schwamm, ein Haufen nützlicher Dinge.
dich! Nein, kriegst du nicht! Das war's mit dir. Zu Ende, Cassandra. Sehr schön. Oh, Thaddäus, schön, dass du wieder der Alte bist. Was ist passiert? Und warum schmecke ich Gelee in meinem Mund? Das muss ich dir lassen, SpongeBob. Du hast geschafft, woran die königliche Wache gescheitert ist. Du hast Madame Cassandra gefasst. Du hast sie zwar auch erst dazu ermächtigt, uns alle zu vernichten, aber das ist Gelee von gestern. Als Belohnung für deinen überragenden Mut gewähre ich dir noch einen allerletzten Wunsch. Wähle mit Bedacht. All dem gibt es nur eine Sache, die ich mir wünsche, und das ist... Das war lustig! Ich wünschte, wir könnten das nochmal erleben! Nein! Nicht. Patrick, du Idiot! Was hast du gemacht? Und jetzt die Credits. Oh, ich liebe das Lied. Ja, wow. Thank you.
Wow, was für ein Song. Und jetzt kommt schon der nächste geile. Darf ich hier auch mal mein Fazit abgeben oder sollen wir uns das erst noch anhören in Ruhe? Ach, wir hören uns das an. Fazit gibt's danach, Freunde. Erstmal tanzen wir ein bisschen. Dafür, dass wir es geschafft haben. Way. Hä, schon wieder? Ja gut, aber das haben wir schon einmal gehört. So. Jetzt kommt aber wirklich erstmal das Fazit. Ich glaube, ich fange tatsächlich wieder erstmal mit dem Negativen an. Und dann kommen die positiven Sachen. Also. Was mir an dem Spiel leider nicht so gut gefallen hat, war zum Beispiel, also die Anfangswelten waren gut, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, die Entwickler mussten halt immer schneller fertig werden, weil gefühlt wurde es mit jeder Welt immer kürzer. Das fand ich halt leider ein bisschen schade. Von mir aus hätte es ruhig so sein können, dass man diese Welten auch noch ruhig hätte strecken können. Weil, ja, es kam halt dann immer nur so einem so vor, als würde es immer kürzer werden. Das ist halt leider auch ein weiterer Kritikpunkt von mir. Das Spiel ist halt schon recht kurz. Also ich fand an sich, es hätte ruhig ein bisschen länger sein können. Aber gut, nichtsdestotrotz. Und, was mir halt leider auch nicht so gefallen hat, ja, irgendwie das Finale. Die Idee an sich mit Thaddeus und Cassandra, die war super. Aber ich fand, das Finale war irgendwie zu kurz und irgendwie zu unspektakulär. Weil man musste nur dreimal Cassandra abschießen und schon war es vorbei. Also, weiß ich nicht, hätte man auch ein bisschen mehr machen können. Aber gut, wie gesagt, das ist nur meine Meinung. Und zu den negativen Sachen kommen wir zu den positiven. Also was ich sagen muss ist, das Spiel hat nichtsdestotrotz trotzdem verdammt viel Spaß gemacht. Ich fand das auch cool mit dem Anfang, wo wir zuerst quasi dafür verantwortlich waren, ja, dass es ausgelöst wurde. Die Welten fand ich, trotz dass manche zu kurz waren, mega gut. Und auch der Soundtrack in den Spielen war mega. Also das hat echt super zu fast jeder Welt gepasst. Also was Story
und Welten angeht, war es schon mal super. Was die Schwierigkeit angeht, ja, kann man sich ein bisschen streiten. Manchmal war es halt gut, manchmal wiederum hätte man sich denken können, okay, macht ruhig ein bisschen schwieriger, aber also Schwierigkeit an sich ist okay. Habe ich noch irgendwas vergessen? Nee, ich glaube, das war's eigentlich soweit. Nee, also ich denke, das war dann tatsächlich alles in allem. Ja, wie gesagt, alles im einen, es hat ziemlich Spaß gemacht. Wie gesagt, es wäre mir lieber gewesen, wenn es ein bisschen länger gewesen wäre. Und auch das Finale ein bisschen spektakulärer gewesen wäre. Alles in allem, was gebe ich deshalb dem Spiel? Ja, also ich denke, ich gebe dann gnädige 8 von 10 Punkte tatsächlich hier. Und wenn ihr gern euer Fazit zum Spiel abgeben wollt, dann dürft ihr das sehr, sehr gerne machen. Würde mich mal wieder brennend interessieren, was ihr persönlich von dem Projekt ja, gehalten habt. Und ja, jetzt lasse ich euch noch in Ruhe die Credits genießen. Und ich hoffe doch sehr, dass wir uns bald bei einem neuen Projekt von mir wiedersehen werden. Oder an einem, an das ich noch dran bin. Oh, stimmt. Viele Momente später. Genau, jetzt skippen wir das einfach mal, weil ich glaube, jetzt gibt es nicht mehr viel. Und jetzt schauen wir uns noch an, was es noch gibt. Soll ich es nochmal machen? Süß und klebrig. Warte mal, ist das hier das Finale oder was ist das? Na, kann tatsächlich sein. Aber gibt's eigentlich noch was oder war das alles? Nee, ich glaube, das war's tatsächlich. Tja, wie gesagt, Freunde, ich hoffe doch, wir sehen uns bald bei einem neuen Projekt von mir wieder oder an einem, an das ich aktuell noch dran bin. Bis dahin, alles Gute. Euer Mr. Tech. Ciao.